Was wir hier als Neuheit auf der Messe haben, das ist eine Art von Konfiguration, ein Konfigurationsprozess. Im Grunde genommen muss man das heute so sehen, dass die Hersteller immer bestehende Projekte, die sie schon mal gemacht haben, kopieren. Das ist so der heutige Weg, um zu sagen, ich habe schon mal einen Ausgangspunkt, den ich nutzen kann für mein Engineering hinten raus. Wir gehen da mit einem anderen Weg. Wir sagen, es gibt sowas wie ein Baukastenprinzip. Das heißt, wir versuchen auch Themen, die wir als Hersteller von Software in der Automobilindustrie, also wir haben sehr viele Automobilkunden zum Beispiel, zu übertragen in die Schienenverkehrsindustrie.